Hier zwei Möglichkeiten, Krankheiten zu diagnostizieren und auch zu prognostizieren. Einmal den Coca-Wurf. Aus der Lage der heiligen Coca-Blätter wird abgelesen, um welche Krankheitsursache es sich handelt, die ja meistens in der Opferschuld gegenüber den Göttern liegt. Die zweite Variante ist das Kartenlegen. Das ist ganz eindeutig ein europäischer Import, in dem praktisch ähnlich wie bei uns dem Tarotlegen aus den Karten heraus gelesen wird, wem man nun Opfergaben zu bringen hat, wie die Krankheit verlaufen wird, welche Rituale am günstigsten die Heilung beeinflussen können. Das ist auch nochmal eine klassische Diagnose, Prognose und sogar auch Therapiemethode in den Ahnen, die auch schon für präkolumbische Zeiten nachgewiesen ist. Das ist die Meerschweinchenreinigung, in der mit einem Meerschweinchen über den Körper des Patienten gefahren wird und danach wird das Meerschweinchen geöffnet und an dem Zustand des Meerschweinchens wird sozusagen abgelesen, welche Krankheit oder welchen Unheilszustand den Patienten befallen hat. Dieser Diagnosetechnik liegt die Vorstellung zugrunde, dass bestimmte Zustände und bestimmte schlechte Dinge, die in einem Menschen sich befinden, eben auch Krankheit, auf ein anderes Wesen übertragen werden können durch direkte Berührung. Also wir sehen hier ein Einzelbeispiel für eine weiße Mesa, für eine sogenannte weiße Heilung. Das sind Bereitungen von Opfergaben an die Götter, Geister, Ahnen. Jedes einzelne Nest ist einem bestimmten Wesen zugeordnet. Und dem Ganzen liegt hier auch wieder die Vorstellung zugrunde, dass Krankheit, Unheil, Schlechtes von den Göttern geschickt worden ist, da man es ihnen an Nahrung und an Ehrerbietung hat fehlen lassen. Und diese Schuld, diese Opferschuld, die man eben gegenüber den Göttern angehäuft hat, die wird durch diese Opfergaben aufgehoben. Wie läuft ein Heilritual der Kalabaya ab? Wenn es eine individuelle Heilung ist, dann kommt der Heiler gewöhnlich ins Haus und wird das Heilritual gemeinsam mit dem Patienten und mit der gesamten Familie auch durchführen. Diese Heilrituale können stundenlang gehen. Es wird zuerst miteinander gesprochen. Der Heiler versucht lange, etwas über den Zustand des Patienten und über die Hintergründe der Krankheit zu erfahren. Es wird mit der Familie gesprochen. Man raucht Zigaretten, man kaut Coca und dann beginnt langsam das Heilritual. Es werden Opfergaben bereitet, es wird dazu gebetet, es werden Libationen, also Trankopfer, versprüht. Der Patient wird selber mit den Opfergaben in Berührung gebracht. Sie werden also zum Teil an seinem Körper entlang gefahren. Es wird über ihm nochmal gebetet und am Ende werden die Opfergaben auch auf den Weg gebracht. Das heißt, sie werden entweder verbrannt oder sie werden in einen Fluss geworfen oder an einem Ort vergraben. Das kommt ganz drauf an. Und dann ist das Ritual im Prinzip beendet. Aber das kann sich sehr, sehr lange auch hinziehen, über mehrere Stunden also. Also es sind in der weißen Heilung eigentlich immer wieder dieselben Elemente, die da benutzt werden. Zum einen natürlich als Grundlage des Opfernests, sozusagen als Tellerchen, ist es sehr oft weiße Wolle, möglichst Lama-Wolle vom heiligen Tier. In diesem Fall haben wir jetzt Baumwolle benutzt. Ganz wichtig ist Coca-Blätter als eine der wichtigsten Nahrungen der heiligen Orte. Dann Weihrauchkrümel. Ganz oft findet man auch Fett wieder. Fett gilt als großer Lebensenergieträger in den Ahnden und ist eine ganz, ganz wertvolle Opfergabe auch für die heiligen Orte. Süßigkeiten, um sozusagen die Bitterkeit der heiligen Orte über diese Opferschuld, die die Menschen angehäuft haben, aufzulösen. Blumen sind ganz wichtig, auch als Zeichen für Hoffnung und für Genesung. Und eine wichtige Opfergabe ist auch noch der Lama-Fötus, den wir ganz klein hier sehen, der auch nochmal ein Symbol für Unschuld darstellt, mit dem man ganz besonders die Opferschuld gegenüber den heiligen Orten abbauen kann. Außerdem gehört auch noch immer Alkohol dazu. Das kann Rotwein sein, Weißwein oder auch klarer Alkohol. Und meist werden auch Zigaretten geraucht während des Rituals und Coca auch gekauft. Hier haben wir als Gegenstück zur weißen Heilung die sogenannte schwarze Heilung. Die funktioniert etwas anders als die Opfergaben in der weißen Heilung. Das hier sind keine Opfergaben, sondern hier wird ganz direkt durch den Kalavaya, durch den Heiler, Unheil von dem Patienten selber abgewehrt und an einen vermeintlichen Unheilsverursacher zurückgeschickt. Denn man meint hier, dass Krankheit durch Neid, durch Hexerei, durch einen anderen Menschen entstanden ist.
die Frage? Die Frage der Wirksamkeit ist natürlich eine der spannendsten Fragen, die diese Heilrituale umranken. Es gibt da in der Wissenschaft verschiedene Positionen. Sehr dominant ist im Moment die psychotherapeutische bzw. psychoimmunologische Interpretation, die letztendlich darauf hinausläuft, dass man sagt, dass diese Heilrituale wie Psychotherapien wirken, einen positiven Einfluss auf die Psyche des Patienten haben, dadurch das Immunsystem auch stärken und es ihm im Prinzip dadurch besser geht, ganz verkürzt jetzt dargestellt. Eine weitere Perspektive wäre eine religionswissenschaftliche Herangehensweise, dass man praktisch versucht, diese Heilrituale gar nicht so sehr mit unseren medizinischen Kategorien zu erfassen, sondern davon ausgeht, in diesen Heilritualen wird eigentlich mit den Göttern kommuniziert und das ist das, worum es geht. Und eigentlich haben wir es hier wirklich mit einer religiösen Prozedur zu tun und weniger mit dem, was wir unter Medizin verstehen. Und eine letzte Erklärung, die man auch noch bringen könnte, neben vielen anderen, es gibt ja noch mehr Ansätze, wäre eine soziologische Perspektive, die man zum Beispiel ganz gut auf die schwarzen Heilrituale anwenden kann. Hier kann man danach fragen, wer beschuldigt hier eigentlich wen der Hexerei und welche soziale Funktion hat das innerhalb der Gemeinschaft? Dass man gar nicht so sehr danach fragt, wie wirken denn diese schwarzen Rituale tatsächlich physisch auf den Feind oder auf den Patienten. Frau Edenheiser, wir danken Ihnen ganz herzlich für diesen kleinen Rundgang. Bitte.